guten Morgen. Ich fahre jetzt gerade die 200-300 Meter zur Fähre, angeblich fährt sie. Aber hoffentlich weht mir das den Hänger nicht um, ey. Oh, Handzeichen geben. Boah, was eine Scheiße. Noch Kappe andersrum aufsetzen. Sieht jetzt so aus wie der letzte Idiot, der Scheiße. Scheißegal. Hauptsache es luftet mir das Ding nicht um. So, jetzt kommt der Gegenwind. Stehen die anderen Fahrradfahrer da noch? Ja, die stehen da noch. Die Schranke ist noch unten. Ja, dann stelle ich mich erstmal hier hin. Oder fahre ich da vorne hin? Hier kommt kein Gegenwind. Hier stehe ich jetzt vor dem Bahnhofsgebäude, vor dem Hafengebäude. Ja, da vorne wird auch die schlimmste Stelle sein, bis zu dem Boot da hinten. Ja, soll wohl klappen, hoffentlich. Die Autos fahren gerade drauf. Oh, ich hoffe, das kommt gut, ey. Und nicht so schnell. Boah, jetzt werde ich noch nass vom Meer. Scheiße, Mann. Wow, noch 20 Meter. Jo, 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 komm, jetzt nicht umkippen. Oh, ich bin drauf. Oh, bin ich Schwein. Ne? Okay, bin ich froh. Hat das gut geklappt. Ich hoffe nur für runter klappt das auch gut. Und ich schätze dann auf der Insel selber, da hat es ja immer viel Wald. 20 Kilometer noch Gegenwind und nachher dann aber Rückenwind. Ja, bin mal gespannt. Wie weit ich heute jetzt noch komme. Jetzt ist es natürlich noch sehr früh. Wir haben gerade mal 8:45. Ich schätze, die Fähre kommt so kurz nach 9 an. So. Das Ding wackelt übrigens ganz schön. Aber so groß ist sie jetzt nicht. Das hat doch wunderbar geklappt. Jetzt bin ich auf Insel Saaremaa. Hier fahre ich so einmal so quer Richtung Osten durch, sage ich mal so. Also erst circa ein bisschen mittig rein und dann nach Osten weg. Und ja, was ist jetzt die Mission? Wir haben jetzt 9:30 fast. Ich fahre jetzt erstmal bis zur nächsten Kreuzung. Da muss ich nämlich links. Und dann überlege ich erst, ob ich in den Supermarkt gehe oder ja, Bankautomat wäre langsam auch mal was Feines. Und wie immer, wunderschön. Oh, das wird wieder ein geiler Tag. Ich freue mich richtig. Könnte sein, dass ich heute noch mal Fähre fahre. Ich muss mal gucken, wie ich vorankomme. Aber mit dem Rückenwind fährt sich das ja dann auch ganz gut. Ja, geil. Ich freue mich. We'll be right back.
Frühstück hatte ich drum noch nicht. Google hat mir übrigens noch eine bessere Route vorgeschlagen, deswegen bin ich jetzt immer noch am Meer. Ist irgendwie nur minimal länger. Ich bin mal gespannt, heute gibt es irgendwie griechischen Joghurt. Das besser schmeckt mit Haferflocken. Übrigens ist bis jetzt genauso schön zu fahren wie die kleinere Insel. Da komme ich heute wohl gut durch. Ah, ist das schön. Traumhaft. Oh, das ist aber hart. Aha. Ein bisschen hart. Und jetzt mit Haferflocken rein, aber ein bisschen schwierig. Ja, streuen wir mal ein paar drauf. Ich muss unbedingt mal am Anhänger die Achsen abnehmen und putzen. Irgendwie gibt das Schleifgeräusche, die ich nicht so witzig finde. Kann sein, dass da Dreck drin ist oder was. Heute Abend mal gucken. Es ist nur ganz leicht. Aber man hört irgendwas schleifen. So schlecht ist dieser griechische Joghurt aber nicht. Lässt sich gut essen. Nachher mal gucken, ich muss noch Wasser auffüllen, wo ich das mache. Jetzt ist 10 Uhr. Es gibt noch eine kleinere Insel jetzt im Osten. Da, wo ich eigentlich schlafen wollte, das sind nur noch 30 Kilometer. Das ist jetzt natürlich dann auch ein bisschen wenig. Da bin ich ja dann um 12 Uhr schon durch. Und dann aufs Festland muss man aber noch mal eine Fähre nehmen. Das ist aber nicht weit. Die fährt wahrscheinlich nicht so lang. Ich esse jetzt immer und genieße den Ausblick. Ist es nicht wieder einfach traumhaft? Ich gehe kaputt. Also diese Insel, das ist wirklich der Brüller. Das muss ich wirklich sagen. Dermaßen schön. Oh, jetzt kommt mal wieder ein Auto. Aber eigentlich so gut wie gar keine Autos. Es ist einfach geil. Ein Kaffeeträumchen. Schade, es ist gar nicht mehr so lang. Jetzt sind es noch 14 Kilometer. Die andere Insel hat vielleicht 10 und dann bin ich schon auf dem Festland. Also wenn es nach mir gehen könnte, könnte das immer so weitergehen. Gar keine Brücke, das war ein Damm. Ich muss mal anhalten, dann kann ich euch erst mal sagen, wie die Insel überhaupt heißt. Juhu. Ja, cool. Bis zum Hafen sind 17 Kilometer. Ja, dann wollen wir die doch mal fahren. We'll be right back.
da bin ich doch auf dem Campingplatz gelandet. Ich habe nämlich die eine Batterie total leer gefahren und die andere bis 49, also nur noch 4 Volt. Ich bin viel weiter gefahren, als ich überhaupt wollte. Außerdem konnte ich jetzt mal so richtig die Regensachen testen, weil ich bin mehrere Stunden durch den Regen gefahren. Ja, was soll ich sagen? Irgendwann wurde es dann doch nass, ne? Hose nass, Pullover nass. Aber es waren auch ein paar Stunden. Es war ja, so ein Mittelding zwischen Regen und Starkregen. Mit Stufe 9 bin ich die ganze Zeit durchgeschrubbt durch den Regen. Ja, jetzt waren das heute wieder so 120 Kilometer. Quasi das Vierfache, was ich eigentlich fahren will. Ah, kannst du dir nicht ausdenken. Der Campingplatz ist auch ganz in Ordnung. Ich war gerade schon duschen. Das Wasser stinkt. Das ist, da kommt dir ein Mock entgegen. Keine Ahnung, ob die das aus dem See pumpen oder was. Stinkt auf jeden Fall wie die Sau. Ewig unter der Dusche gestanden, immer ein bisschen heißer gemacht. Ja, sind die Batterien erstmal am Laden. Heute mache ich mir noch selber Nudeln mit Süß-Sauersoße. Beste. Da habe ich keinen Bock drauf, aber was anderes habe ich jetzt nicht da. Morgen bis Mittag soll es regnen. Das heißt, ich bleibe bis Mittag erstmal hier und fahre dann nachher los. Und ja, ich zeige euch mal schnell, was ich heute gefahren habe. Hier habe ich ja festgesessen jetzt die letzten 2 Tage. Das ist ja die kleinere Insel von diesen dreien. Dann bin ich bei Saaremaa, das ist der Inselname. Hier bin ich angekommen, bin dann hier so, dann über den Damm. Hier wollte ich eigentlich pennen, war leider nichts, weitergefahren. Hier wieder die Fähre genommen, das habe ich glaube aufgenommen. Ja, das habe ich aufgenommen. Dann hier hoch und dann hier so runter, hier und dann wieder hier ein Stückchen hoch. Plan für morgen ist, es war natürlich wieder Euro Velo 10, absolut geil zu fahren, kann ich nur empfehlen. So, morgen geht es hier runter, hier hoch, hier, hier und dann geht es genau zu dem Herzchen und jetzt passt mal auf, hier, hä? Ah, komm, lad. Ah, guck mal die Rippchen an. Hier kaputt. Da gehe ich morgen essen. Rippchen, beste. Also hier schön Rippchen essen. Und dann fahre ich irgendwo, keine Ahnung, hier Ulu. Oder so. Ja, vielleicht so bis hier. Das heißt, morgen die letzte Nacht in Estland. Und nächsten Tag geht es dann über die Grenze nach Lettland. Ah, so jetzt. Oh, ich muss noch ein bisschen ausruhen, bevor ich in die Küche gehe. Ach übrigens, grüne Hose. Also so langsam merkt man richtig, wenn du immer draußen bist in der Sonne, was die Klamotten leiden. Hä? Die grüne Hose hat ausgesehen wie neu, als ich losgefahren bin. Jetzt total ausgeblichen und selbe mit der Kappe. Was sieht man das? Die Kappe hat auch ausgesehen wie neu. Total ausgeblichen. Sieht aus, als wäre sie 5 Jahre alt. Also es geht schon aus Material. Jo, das Telefon schellt. Ich würde sagen, bis morgen. Ciao. Dann mal einen wunderschönen guten Morgen. Oh. Ich werde jetzt erstmal wieder Haferschleim essen mit Joghurt. Ja, wie ihr seht, die Sonne scheint schon wieder. Also nach dem Wetterbericht kann es überhaupt nicht mehr nachgehen, weil eigentlich sollte es die ganze Nacht regnen, den ganzen Morgen regnen, bis mittags. Ich bin heute Morgen aufgestanden vor... Ja, vielleicht 1,5 Stunden. Da war nicht eine Wolke am Himmel. Jetzt sind ein paar Wolken.
Ja, regnen vielleicht, schwer zu sagen. Das Einzige, was stürmt, ist der Wind, der ist geblieben. Ich habe jetzt hier noch die Sachen am Trocknen. Es fliegt andauernd weg. Es ist dermaßen windig. Die Unterbuchse, ja, die ist nicht so gut wie trocken. Ja, hier noch ein bisschen. Hinten habe ich jetzt mal das Handtuch noch dran gehangen. Drinnen sieht es auch aus wie die Sau. Aber ich freue mich auf die Rippchen. Oh, das wird ein Träumchen. Und muss sagen, also Restaurants, köstlich. Köstlich. Ich finde es auch verwunderlich, dass die Straßen sind alle dermaßen gut. Hä? Du, klar, so eine richtige Seitenstraße ist dann Schotter. Aber selbst die sind mit dem Fahrrad eigentlich immer gut zu fahren und meistens besser als ein deutscher Fahrradweg sogar. Das muss man sich mal überlegen. Und die großen Straßen bzw. die geteerten Straßen, die sind einfach super. Ich verstehe das nicht, warum in Deutschland so viele Straßen kaputt sind. Man muss da so viel Steuern zahlen, soll man mal ein bisschen Kohlen da ausgeben. Keine Ahnung, was das soll. Ist auf jeden Fall sehr erstaunlich. Aber es hatte mir vorher schon einer gesagt, dass die Fahrradwege und Straßen werden ja absolut geil. Und genau so ist es. In Holland war es geil. In Finnland, ja, da wurde es natürlich nachher. Das war richtiger Kernschrott teilweise. Das tiefste Schlagloch, was ich gesehen habe, keine Ahnung, wie das passieren konnte, war fast mitten auf der Straße und dann auch so schön rund nach allen Seiten und nicht gerissen, aber ungelogen so tief. Ne? Also wenn du da mit dem Auto reinfährst, dann gute Nacht, wenn du das nicht gesehen hast. Und vor allem nur vielleicht so ein Durchmesser und dann aber so tief. Ja? Also wenn ich da mit dem Fahrradwohnwagen reingefahren, das wäre auf jeden Fall nicht gut gekommen. Wahrscheinlich wäre ich vorher schon mit dem Fahrrad umgekippt. Unglaublich. Dass sie da auch kein Schild dann hinmachen. Das muss auch wenigstens irgendwie oder vollkippen mit irgendeinem Schotter oder was. Fand ich mega gefährlich. Vor allem für die Autofahrer. Ich bin auch echt froh, diese ganzen Saufenbolde, die vorher überall waren, dass ich da jetzt keinen mehr gesehen habe. Weil das hätte mich dann richtig angeschissen, wenn du überall kommst hin, überall sind sie nur Hacke dicht, ey. Also Estland, muss ich sagen, Essen top, Straße top, die Leute nett. Oh. Ist echt schön. So, ich esse jetzt erstmal auf und dann, ich bin einfach ein Schwein. Irgendwann heute Mittag fahre ich dann los.